Für den Landwirt wird die Grundlage einer guten Ernte schon mit der Auswahl des Saatguts gelegt. Für diesen Beitrag haben wir einen modernen Ackerbaubetrieb während der Aussaat von Wintergetreide besucht und uns dabei auch dem Thema Z-Saatgut gewidmet. Ende September im nördlichen Brandenburg. Einen Tag lang begleiten wir die Feldarbeiten bei der Agrargenossenschaft Uckermark Agrar in Göritz. Morgens um 7 beginnen Jana und ihre Kolleginnen und Kollegen in der Außenwirtschaft den Dienst. Die Aufgaben sind klar verteilt. Dennoch nutzt man die Zeit rund um den ersten Kaffee für einen kurzen Plausch und die Abstimmung einiger Details. Nach einer herausfordernden Getreideernte bilden die Bodenbearbeitung und die Aussaat die letzten Arbeitsspitzen des Jahres für das Team der Agrargenossenschaft. Das Tagesziel für die beiden Sämaschinen sind heute mindestens 130 Hektar. Jana hat Agrarwirtschaft studiert und ist auf dem Betrieb unter anderem für die teilflächenspezifische Bewirtschaftung zuständig. Darunter fallen die Bereiche Aussaat und Düngung. Grundlage sind die Informationen, die man bereits vor einigen Jahren per Bodenscanner in einem engen Raster ermittelt hat. Darunter der Humus- und Nährstoffgehalt sowie die Wasserversorgung und natürlich die Bodenart. Hinzu kommen beispielsweise die Ertragsdaten der letzten Jahre, die vom Mähdrescher übermittelt wurden. Das Ziel ist es, die Betriebsmittel bei der Aussaat und der Düngung bestmöglich einzusetzen. Per USB-Stick werden die erstellten Karten auf die Jobrechner in den Traktorkabinen übertragen. Die Agrargenossenschaft Uckermark Agrar bewirtschaftet insgesamt 3600 Hektar, davon 520 Hektar Dauergrünland. Winterweizen dominiert in der Anbauplanung mit ca. 1000 Hektar. Ausgesät werden vier verschiedene winterharte Sorten, die sich im Wesentlichen in der Abreife unterscheiden. Beim Saatgut setzt man schon seit 25 Jahren durchweg auf sogenanntes zertifiziertes Saatgut, kurz Z-Saatgut. Ein wichtiger Grund, warum man nicht selbst nachbaut, ist arbeitswirtschaftlicher Natur. Denn die Aufbereitung von eigenem Saatgut ist aufwendig. Aktuell gibt es in Deutschland rund 530 zugelassene Getreidesorten. 32 Sorten sind alleine im Jahr 2023 neu hinzugekommen. Für den Landwirt ist es nicht so einfach, die richtige Wahl zu treffen. Pflanzenzüchter stellen regelmäßig neue Sorten vor, die durch Kreuzung und Selektion verbesserte Merkmale, zum Beispiel in puncto Ertrag oder Resistenz gegenüber Trockenheit, vorweisen. Bis es aber zur Zulassung durch das Bundessortenamt kommt und dann die ersten Saatgutsäcke an Landwirte verkauft werden können, dauert so ein Züchtungsprozess nicht selten mehr als 10 Jahre. Ein hoher wirtschaftlicher Aufwand, der auch mit Risiken verbunden ist. Bei der Vermehrung des Z-Saatguts müssen die spezialisierten Vermehrungsbetriebe, aktuell sind dies ca. 2700 in Deutschland, strenge Vorgaben in der Bestandesführung einhalten. Die Sortenreinheit steht besonders im Fokus und diese wird regelmäßig kontrolliert. In Deutschland ist gesetzlich geregelt, dass nur amtlich anerkanntes Saatgut in Verkehr gebracht werden darf. Auf dem eigenen Betrieb nachgebautes Saatgut dürfen Landwirte nur auf den eigenen Flächen verwenden. Beim Bezug von Z-Saatgut sind für den Landwirt neben der angesprochenen Zeit- und Kostenersparnis auch die gesicherte Qualität und die überprüften Eigenschaften wie Keimfähigkeit und Gesundheit von Vorteil. Und das wirkt sich oft auch positiv auf die Vermarktung des Ernteguts aus. Mit dieser 8 Meter breiten Sämaschine wird bei Agrar Göritz die gesamte Wintergerste ausgesät. Im Gegensatz zu Weizen verträgt Gerste keine Staunässe, weswegen man mit der Zinken gegenüber der gerade eben gezeigten Scheibensätechnik bessere Ergebnisse erzielt. Wintergerste nimmt mit 540 Hektar ebenfalls einen beachtlichen Teil der Anbaufläche auf dem Betrieb ein.
Dieser Schlag liegt mit seinen 63 Hektar knapp über der durchschnittlichen Flächengröße, die man bewirtschaftet. Auch hier findet die Aussaat teilflächenspezifisch statt. In der Praxis sieht das so aus, dass Jana in der Anbauplanung pro Feld eine einheitliche Gesamtmenge an Z-Saatgut einkauft und die Aussaatstärke dann innerhalb des Felds variabel anpasst. Dort, wo beispielsweise Lehmauflagen ein höheres Potenzial versprechen, plant sie mit einer Aussaatstärke von bis zu 140%. An sandigen Stellen, an denen in der Regel mit Minderertrag zu rechnen ist, dreht sie jedoch die Saatstärke auf bis zu 70% runter. Die Sätechnik führt diese Anpassungen auf dem Feld dann automatisch aus. Mineraldünger wird bei der Aussaat von Gerste übrigens nicht verwendet. Stattdessen hat man zuvor Gülle aus der eigenen Milchviehhaltung ausgebracht. Auf 90 Hektar wird biologischer Anbau unter anderem mit Weizen betrieben. Auch hier setzt man Z-Saatgut ein, um sicherzugehen, dass keine Sporen oder anderer unerwünschter Besatz mit der Sämaschine aufs Feld gelangen. Die Flächen der Agrargenossenschaft Uckermark Agrar liegen sehr arrondiert. Längere Hoffeldentfernungen sind eher selten. Der Betrieb ist auch neben dem Ackerbau breit aufgestellt. Neben der Milchviehhaltung von knapp 1500 Tieren wurde schon 1993 die erste landwirtschaftliche Biogasanlage in Europa auf dem Hof errichtet. Diese ist mittlerweile aber durch eine neue Anlage mit einer Leistung von 2,1 Megawatt ersetzt worden. Die Anlage wird ausschließlich mit Gülle und Mist und keinerlei extra angebauten Futterpflanzen betrieben. Traktoren, Mähdrescher, Rübenroder. Und auch was die Maisernte angeht, so ist man eigenmechanisiert. Die Agrar Göritz beschäftigt 81 feste Mitarbeiter, darunter 15 Auszubildende zum Landwirt, Tierwirt, Land- und Baumaschinenmechaniker sowie Fachkraft Agrarservice. Der Altersdurchschnitt im Team liegt gerade mal bei 39,5 Jahren. Die Besitzverhältnisse der Genossenschaft sind auf 68 Personen aufgeteilt. Viele der Genossenschaftsmitglieder arbeiten auf dem Hof. Noch ein Blick auf die sehenswerte Landtechnik, die für die Bodenbearbeitung zum Einsatz kommt. Diesen Bereich verantwortet Abteilungsleiter Maurice. Mit dem Quadrac 620 und dem Xerion 4200 arbeiten auf dem Feld zwei echte Ackergiganten. Angehängt sind jeweils 8 Meter breite Grubber, mit denen der Boden tief gelockert wird. Im Durchschnitt verfügen die bewirtschafteten Ackerflächen der Göritz Agrar über 43 Bodenpunkte. In etwa alle 3 Jahre versucht man, jedes der Felder zu pflügen. Vor der Aussaat von Gerste, Weizen und Mais ist der Pflug jedoch immer gesetzt. Zum Beispiel bei Mais auf Roggen hat man jedoch auch in der Direktsaat schon gute Erfahrungen gemacht und möchte diese in Zukunft weiter ausbauen. Soweit der Einblick in die Wintergetreideaussaat auf einem modern geführten Ackerbaubetrieb. Den Themenkomplex des Z-Saatguts mit allem, was dazugehört, konnten wir in diesem Kurzfilm nur anreißen. Für weitere Informationen empfehlen wir die Internetseite. Übrigens ist die Agrargenossenschaft Uckermark Agrar auch auf Instagram mit einer sehr lebendigen Seite aktiv. Schaut auch hier einfach einmal vorbei und vergesst natürlich nicht, dieses Video zu bewerten.